Auf den ersten Blick ist dies nur ein unscheinbarer Sandhaufen in der Wüste. Wenn ihm jedoch etwas zu nahe kommt, schlägt er aus dem Nichts zu. Das ist der neue Pharsolasuchus. Und den werden wir in der heutigen Challenge versuchen zu zähmen, ohne ein einziges Mal zu sterben. Dafür beginnen wir mit einem ganz neuen Charakter auf der Karte Scorched Earth. Ich persönlich habe auf der Karte noch nicht wirklich Erfahrung. Also ich habe die, glaube ich, damals im alten Arc einmal angespielt. Ansonsten habe ich keine Ahnung, was hier auf mich zukommt. Und ich musste natürlich doppelt vorsichtig sein, denn die Challenge besteht heute darin, den Pharsolasuchus zu zähmen, ohne einmal zu sterben. Das heißt, wenn ich sterbe, muss ich komplett von vorne anfangen mit einem neuen Charakter auf Level 1. Viele der Kreaturen, die hier in der Wüste rumlaufen, kannte ich auch gar nicht. Deswegen wusste ich halt auch nicht, ob die aggressiv sind oder friedlich. Aber die erste Priorität war für mich, Wasser zu finden. Und ich habe auch schnell gemerkt, dass das die richtige Entscheidung war. Denn auf dem Weg runter zum Flussufer war ich schon so durstig, dass ich Schaden bekommen habe. Da war dieses kleine Bad und diese Erfrischung echt ein Segen. Meine nächste Priorität war es dann, einen Ort zu finden, der relativ sicher ist und wo wir uns dann so eine kleine Hütte bauen können. Auf dem Weg habe ich dann aber auch schon die ersten Kreaturen kämpfen gesehen. Zwei Morellatops haben hier gegen einen Raptor gekämpft. Und ich hatte das Glück, dass ich hier einen Morellatops abstauben konnte mit einem Schlag. Dadurch habe ich dann auch schon das erste Fleisch und Leder bekommen. Dann ist mir ein riesiges Känguru über den Weg gelaufen. Das ist ein Procoptodon. Das wäre doch auf jeden Fall ein passendes Reittier für diese Umgebung. Dafür hatten wir allerdings jetzt noch keine Zeit, denn die Hitze war erbarmungslos und das bekam ich auch direkt zu spüren. Die Idee, mir eine Stoffrüstung zu machen, die gegen die Hitze schützt, kam ein bisschen zu spät. Denn ab diesem Zeitpunkt konnte ich nicht mehr sprinten und ich war dem Tod geweiht. Das war auch schon der erste Tod in dieser Challenge und das heißt natürlich für uns, komplett neu anfangen. Alle unsere Sachen sind weg und wir sind wieder bei Level 1. Aber aus unseren Fehlern habe ich gelernt, diesmal habe ich mir direkt eine Stoffrüstung gemacht, damit wir vor der Hitze ein bisschen mehr geschützt sind. Doch dann wurden wir plötzlich von einem Rudel Raptoren überrascht. Und da kann uns natürlich auch die Stoffrüstung nicht schützen. Das heißt für uns, nächster Versuch. Diesmal sind wir auch direkt am Wasser gespawnt. Ich habe dann erstmal ein wenig das Flussufer erkundet, weil gegebenenfalls können wir hier halt direkt unsere erste Bude errichten. Ich wurde dann aber relativ plötzlich von einem Sturm überrascht. Deswegen habe ich mir jetzt erstmal ganz schnell ein Kastenhaus errichtet, einfach dass ich ein bisschen geschützt bin. Als sich das Wetter dann so langsam wieder beruhigt hatte, habe ich angefangen, mein Häuschen zu bauen. Das Ganze war natürlich gar nichts Spektakuläres, einfach ein viereckiges Häuschen mit einer Tür und zwei Fenstern und einem Dach drauf. Ein Lagerfeuer dürfte natürlich auch nicht fehlen, damit wir dann auch unser Fleisch braten können. Dann habe ich auch noch ein paar Lagerkisten gemacht und auch noch ein paar Standfackeln aufgestellt. Jetzt habe ich mich auf die Suche nach Leder gemacht. Das heißt, wir mussten irgendwelche Kreaturen finden, die wir im Kampf besiegen können. Ich hatte hier eine Morellatops-Mama mit zwei Jungtieren gefunden. Ich wusste nicht, wie stark der Morellatops ist, aber ich wollte es unbedingt probieren, weil wenn wir den hier gekillt kriegen, können wir die beiden Babys adoptieren und dann haben wir auch unsere ersten Reittiere und Kampftiere. Oh nein.
Ja, jetzt hatten wir ein Problem. Denn der Morellatops war noch aggressiv auf mich. Und dieser wurde von hinten von einem Raptor attackiert. Ich musste mich dann ohne Leder und ohne Jungtiere aus dem Staub machen, leider. Das Leder habe ich dann durch einen Parasaurolophus zum Glück noch bekommen. Und als ich mich dann auf den Weg nach Hause begeben habe, musste ich diese Entdeckung machen. Nicht im Ernst. Wieso ist da ein Wolf? Ich habe mir aus dem Leder und anderen Materialien dann schnell ein paar Bolas gebaut und auch einen Bogen mit Pfeilen. Und ich habe jetzt versucht, von hier oben, was gar nicht mal so einfach war, den Wolf zu treffen. Mit der letzten Bola hat es dann auch geklappt. Und jetzt habe ich den Wolf von hier oben mit dem Pfeil und Bogen in den Kopf geschossen. Das hat soweit auch geklappt. Ich bin dann ganz schnell runtergesprintet, denn hier waren noch die beiden Jungtiere. Die konnte ich jetzt adoptieren. Du brauchst keine Angst haben. Oh, wir haben einen Wolf. Oh, wie schön. Willi, der Wolf. Komm her. Du hast doch noch ein Geschwisterchen, oder nicht? Da ist er. Da ist das Geschwisterchen. So, jetzt kommt mal beide hier rein. Schieb mal keine Panik. Ich weiß, hier sind viele Fliegeviecher. Oh, der braucht Zuwendung, glaube ich. Ha, das hat geklappt. Sehr schön. Glücklicherweise sind die beiden super schnell ausgewachsen und man braucht auch keinen Sattel für die. Jetzt war ich auf meinen Abenteuer nicht mehr alleine. Ich habe mich jetzt viel, viel sicherer gefühlt, weil wir waren erstens schneller und angriffsstärker. Ich hatte auch kurz darüber nachgedacht, ein Jerboa zu zähmen, beziehungsweise hier das Elterntier zu töten und dann das Kleine aufzuziehen. Denn die können das Wetter voraussagen und das kann halt echt praktisch sein bei den Hitzewellen und Stürmen, die es hier gibt. Aber ich habe es bei den beiden Süßen nicht übers Herz gebracht. Unsere beiden Dire-Wölfe haben auch einen Rudelbuff, der die beiden stärker macht. Und ab jetzt war das Lederfarmen gar kein Problem mehr. Ich wurde allerdings immer wieder bei meinen Erkundungstouren von irgendwelchen Unwettern und Stürmen überrascht. Und ab und zu kam auch mal eine Hitzewelle dazwischen. Deswegen habe ich immer versucht, nicht zu weit wegzugehen von meinem Zuhause. Denn hier hatte ich meine erfrischende Oase. Das nächste Ziel, was ich mir aufgrund der ganzen Hitzewellen gesetzt hatte, war die Wüstenstoffrüstung. Auf der Suche nach Seide habe ich dann diese Ruine gefunden. Und dort war eine Explorer Note drin. Und die war wirklich Gold wert. Weil durch die Explorer Note bekommt man erstmal richtig viel XP und auch einen XP Boost für jetzt gerade unten rechts seht ihr das 585 Sekunden noch. Und diesen Boost habe ich natürlich versucht, so gut wie es geht auszunutzen. Ich habe ganz viele Kreaturen mit meinen Dire-Wölfen attackiert und getötet. Als die Zeit abgelaufen war, habe ich ganze 20 Level geschafft. Jetzt waren wir schon Level 50. Und dadurch, dass wir jetzt so viele Level gemacht haben, konnten wir auch neue Dinge bauen. Unter anderem habe ich mir dann einen Schmelzofen hergestellt. Dann habe ich durch einen Zufall rausgefunden, dass die Blumen, von denen man Seide bekommt, direkt unten bei mir am Flussufer wachsen. Das macht es natürlich jetzt mit der Stoffrüstung oder der Wüstenstoffrüstung wesentlich einfacher. Und wir brauchten noch eine Menge Metall. Ich hatte mein Glück erstmal bei Stein probiert, weil da bekommt man ja auch ab und zu ein bisschen Metallerz raus. Aber das war leider überhaupt nicht ergiebig. Deswegen habe ich mich auf die Suche nach Metalladern gemacht. Und dabei bin ich auf diesen Känguru-Papa mit seinem Jungtier getroffen. Das Jungtier wollte ich natürlich gerne adoptieren. Deswegen mussten wir den Papa leider töten. Und jetzt hatten wir ein kleines Känguru.
Das ist dann auch relativ schnell ausgewachsen. Und ich habe dann wirklich nach sehr, sehr langer Suche endlich eine Metallader gefunden. Es war allerdings nur ein Stein. Und der hat auch nicht so viel gebracht. Zum Glück konnte ich mir dann mit dem Metall, was ich hatte, wenigstens schon mal die Werkbank herstellen. Und mit der Werkbank konnte ich mir dann auch die meisten Teile von der Wüstenstoffrüstung herstellen. Alles bis auf den Helm, weil dafür brauchten wir noch Kristalle und sowas. So sah die neue Rüstung aus. Und ich hoffe, die schützt uns jetzt wirklich besser gegen die Stürme und die Hitze. Und jetzt konnten wir endlich mit der Planung von unserem Challenge-Ziel anfangen, nämlich der Zähmung von dem Pharsol Azuchus. Dafür brauchen wir irgendwas, was explodieren kann. Ich hatte dann eine Handgranate gelernt. Und für die Handgranate brauchten wir Schießpulver. Und für das Schießpulver brauchen wir einen Mörser und Stößel. Den habe ich dann mal schnell hier auch noch hin platziert. Und dann konnten wir auch schon das Schießpulver herstellen. Außerdem brauchten wir auch noch Öl. Ich hatte dann bei Google gelesen, dass es da Käfer wohl gibt, mit denen man das direkt ernten kann. Dabei habe ich gecheckt, es gibt auch Käfer, an denen man trinken kann. Ja, sehr ärgerlich. Habe ich halt vorher nicht gereilt. Hätte mich vielleicht retten können bei dem ersten Tod, das weiß ich nicht. Ich habe nicht drauf geachtet. Aber das hier ist zum Beispiel die Ölvariante von dem Käfer. Und jetzt konnten wir uns die Handgranate herstellen. Leider nur eine, weil wir echt Metallmangel hatten. Deswegen konnte ich übrigens auch den Sattel für das Känguru nicht bauen. Und mit dieser Handgranate habe ich mich dann direkt auf den Weg zum Wüstenrand gemacht. Diesmal allerdings nur mit einem Direwolf, also den anderen habe ich zu Hause in der Base gelassen. Hier in diesem Sand, dort kann man die Pharsol Azuchus finden. Allerdings leben hier auch noch viele andere giftige und gefährliche Kreaturen. Da muss ich echt aufpassen. Ich wurde dann auch direkt von diesem riesigen Wurm überrascht. Gott sei Dank konnte ich mit meinem Wolf einfach vor dem wegrennen. Und hinter dieser Düne wurde ich dann endlich fündig. Da ist er. Ich musste ihn dann erstmal eine ganze Weile beobachten, denn man kann nur einen Zähmversuch starten, wenn er sich einbuddelt. Oh, jetzt hat er sich eingebuddelt. Das ist sehr gut. Und jetzt können wir auf jeden Fall näher ran. Jetzt müssen wir uns anschleichen. Wir müssen den nämlich jetzt genau treffen mit der Granate. Oh nein, er hat sich ausgebuddelt. Oh Gott, was macht er jetzt? Der hat aber nicht mich gesehen. Wir gehen zurück zu unserem Wolf. Jetzt müssen wir wieder warten. Er hat sich wieder eingebuddelt. Perfekt. Jetzt haben wir noch eine Chance. Ich werde es jetzt versuchen. Wir haben ihn getroffen. Jetzt müssen wir schnell hin, es benommen. Und aufsteigen. Der lässt sich jetzt ganz schlecht kontrollieren von mir, aber ich muss jetzt gegen Felsen mit ihm lenken, damit er Benommenheit bekommt. Und dann sollte auch die Kontrolle wieder hochgehen. Ja, das hat geklappt, das ist gut. Aber ich muss ihn jetzt irgendwie hier rauskriegen, nicht, dass er mich abwirft, wenn ich irgendwo hängen bleibe. Oh Gott, ich habe gerade gar keine Kontrolle über ihn. Der macht gerade gefühlt, was er will. Also ich kann ihn nicht wirklich lenken.
Aber ich will weg von den Klippen. Okay, jetzt habe ich mal wieder ein bisschen Kontrolle. Das ist gut. Ich habe halt noch keine Übung damit. Der hat gerade echt die ganze Zeit gemacht, was er will. Wir müssen jetzt schön vorsichtig sein. Immer so einzelne Felsen rammen und dann weg von den Klippen. Nicht, dass da was passiert. Oh, jetzt habe ich wieder die Kontrolle verloren. Er macht gerade ein bisschen wieder, was er will. Aber es klappt gut. Die Benommenheit ist schon über die Hälfte. Aber das ist halt auch erst die halbe Miete, muss man sagen. Wir müssen den auch noch zähmen danach. Wirf mich bitte nicht ab. Wir haben es gleich geschafft. Oh nein, er hat mich abgeworfen. Er ist gegen den Baum gefahren. Jetzt habe ich ein Problem. Zum Glück konnte ich vor dem wegrennen und zurückkehren zu meinem Wolf. Allerdings hatten wir keine Granate mehr. Das heißt, wir konnten keinen weiteren Versuch starten und mussten jetzt erstmal zurück zu unserem Haus. Als alles dann wieder soweit vorbereitet war, diesmal habe ich sogar zwei Granaten gemacht, einfach zur Absicherung, bin ich wieder zurück in die Wüste gekehrt und habe mich wieder auf die Suche nach dem Pharsalasuchus gemacht. Ich bin dann sogar an der Stelle, wo wir den ersten Versuch gestartet hatten, wieder fündig geworden. Also es kann sein, dass es wieder genau der gleiche ist. Diesmal habe ich zwei Granaten. Die sitzt. Jetzt aufsteigen. Diesmal nicht abschütteln lassen. Wir brauchen trotzdem halt Felsen. Versuche jetzt mal hier die Felsen am Rand erstmal zu nehmen. Weil ich kann immer kurz nachdem er halt einen Felsen gerammt hat, ihn nicht steuern. Wenn er dann mehrfach einen Felsen hintereinander halt reinlenkt, so wie jetzt, dann verliere ich halt komplett die Kontrolle über ihn. Aber irgendwie hat er gerade gar keine Benommenheit. Aber jetzt wird es wieder gefährlich bei den Bäumen. Oh nein. Der blöde Skorpion hat's kaputt gemacht. Das gibt's doch nicht. Jetzt kommt er wieder. Jetzt aber, komm bitte. Wir müssen es jetzt schaffen. Wir müssen halt schon ein paar mehr Felsen rammen, damit die Benommenheit auch richtig steigt. Jetzt sind wir halt wieder in den Bäumen drin, das ist nicht gut. Jetzt kommen wir hier wieder raus. Oh Gott, ich kann halt gar nicht lenken, es ist einfach reine Glückssache gerade. So, jetzt erstmal wieder rauslenken. Das hat ganz gut geklappt. Wir nehmen jetzt hier nochmal hier die Steine am Rand. Oh, das sieht gut aus. Das ist so chaotisch. Ich habe keine Kontrolle.
Aber er kriegt gerade richtig viel Benommenheit. Das war richtig lucky. Oh nein, warum fährt er denn jetzt hier in den Wald wieder rein? Bitte nicht. Oh Gott. Er ist völlig außer Rand und Band. Das ist gerade mehr Glück als Verstand. Ah, wir haben ihn gleich, wir haben ihn gleich. Komm schon, bitte. Oh nein. Ich wurde dismounted. Ich hoffe, die Benommenheit steigt noch hoch genug, dass er einschläft. Weil wir waren kurz davor. Eventuell haben wir Glück. Oh nein, ich habe nichts mehr zu trinken. Ist das hier so ein Waterbug? Nein, das ist natürlich ein Ölbug. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schlaf doch ein, bitte. Oh nein, wir sterben. Ich bin direkt auf meinen Wolf gesprungen und wir sind Richtung Fluss gesprintet. Ich habe aber auch immer die Augen offen gehalten, ob hier irgendwelche von diesen Wasserkäfern in der Nähe sind. Aber statt einem Wasserkäfer habe ich das hier gefunden. Oh Gott, nein! Ein Mikroraptor! Oh Gott, er verteidigt mich. Oh Gott, oh Gott. Oh, da unten ist das Wasser. Da kommt auch gerade ein Drop runter. Oh, wir werden verfolgt von irgendwas. Alles will mich hier fressen. Lass hier bitte irgendwas Explosives drin sein. Das könnte meine letzte Hoffnung sein. Wow, ein Sattel. Improvisierter Sprengsatz. Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung, wie der funktioniert. Aber wir müssen damit jetzt wieder zurück. Oh, das hat geklappt. Und die Benommenheit ist noch oben. Oh, sehr gut. Oh Gott, da vorne will ich nicht hin. Da sind ja nur Kanus ohne Ende. Wir sind halt nicht mehr so viele Steine. Oh nein, er fährt wieder gegen die Bäume. Sind halt überall fiese Viecher. Wir haben ihn fast. Komm schon. Okay, wir haben ihn ausgenockt. Sehr gut. Ich hole schnell meinen Wolf, weil ohne den Wolf bin ich voll wehrlos. Wasserkäfer. Sehr schön. Können wir uns auch nochmal voll trinken. Hier sind halt überall fiese Viecher.
Oh, ich glaube, wir werden angegriffen. Ah, das ist nur so ein Ding. Das ist egal. Jetzt mal eben das Filet hier reintun. Ich hoffe, der frisst das. Denk aber schon. Hey! Was macht der? Komm her! Ey, Wolf, ist nicht dein Ernst. Lässt mich jetzt hier nicht im Stich. Es hat schon geklappt. Ein Filet hat gereicht. Winner! Der hat aber gerade angegriffen. Wir haben die Challenge geschafft, Leute. Oh, ist das schön. Kannst du mir mal helfen? Oh, das hätte ich nie gedacht. Wir hatten auch am Ende so viel Glück. Natürlich probieren wir den Pharsalasuchus jetzt auch nochmal kurz gemeinsam aus. Der heißt übrigens hier in der deutschen Version Bienensuchus, also ganz, ganz komisch übersetzt. Und der Sattel, den kann man erst mit Level 70 machen. Ich habe mir den aber jetzt gerade mal im Creative-Modus gegeben. Dann können wir nämlich auch aufsteigen. Und dann können wir zubeißen mit der linken Maustaste. Das ist auch so ein rüstungsdurchdringendes Gift. So hört sich das zumindest an, wenn man zuschnappt. Wir können uns übrigens auch mit der Leertaste eingraben. Dann sind wir deutlich schneller unterwegs. Gerade bergab werden wir da richtig schnell. Und wir können auch direkt aus dem Boden zubeißen. Jetzt hat man das, glaube ich, nochmal ganz gut gehört. Da ist dieses Rüstungsbrechengeräusch gewesen. Und jetzt, wo die uns angreifen, können wir auch gleich nochmal eine andere Attacke ausprobieren. Nämlich diesen Wirbelsturm. Der bringt nämlich Flugwesen auf den Boden. Aber ich glaube, Schaden macht das leider nicht. Ja, aber immerhin können sie gerade nicht fliegen. Oh, jetzt bin ich gerade benommen. Habt ihr das gesehen? Weil ich zu lange gedreht habe. Ich hatte gerade voll den Drehwurm. Ich will euch aber auch nochmal eben die letzte Attacke zeigen. Das ist der Schweifhieb. Und wenn man damit Gegner trifft, dann flüchten die kurzzeitig. Auch wenn sie ihn vorher angegriffen haben. Das soll es jetzt aber auch mit der heutigen Arc-Challenge gewesen sein. Falls es euch gefallen haben sollte und ihr mehr solcher Challenges sehen wollt, dann lasst es mich auf jeden Fall mit einem Like wissen und schreibt auch gerne Vorschläge für weitere Challenges in die Kommentare, also zum Beispiel auf welcher Karte, welches Ziel und welche Bedingungen für die Challenge herrschen und eventuell mache ich dann beim nächsten Mal eure Challenge. Ich bedanke mich jetzt aber vielmals bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, euer Dandy.